Existieren eigentlich Aliens oder sind wir allein im Weltall? 10 Punkte, warum es Aliens gibt. Welche meint ihr sind wirklich stichhaltig und welche, naja, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen? Mein Name ist Christoph Krachten und das ist Klickzoom Science und Fiction. Es gibt gute Gründe, warum Aliens wirklich existieren. Die 10 populärsten Argumente für Aliens gibt es hier in diesem Video. Manche davon sind stichhaltig, andere kompletter Bullshit. Was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare. Erstens, Kornkreise. Vor vielen hundert Jahren wurden sie zum ersten Mal entdeckt. Geometrische Figuren in einer solchen Exaktheit, dass sie nicht natürlichen Ursprungs sein können. Und nur in seltenen Fällen haben sich Menschen als deren Schöpfer geoutet. Was sind sie also? Sind es Botschaften von Aliens, die uns warnen wollen? Oder senden sie uns damit Friedensbotschaften? Es ist ein großes Rätsel. Zweitens, die Aliensuche. Jeden Tag suchen weltweit tausende Computer mit der Software SETI at Home die Frequenzen, die aufgefangen werden, nach Signalen von Aliens ab. Jeder kann mitmachen, jeder kann das auf seinem Computer installieren und so steigt die Rechenleistung von Jahr zu Jahr. Wissenschaftler gehen davon aus, dass über kurz oder lang in diesen Signalen ein Aliensignal entdeckt wird. In 30 bis 40 Jahren müsste es der Fall sein. Zitat, ansonsten stimmt etwas nicht. Drittens, UFOs. Seit Menschengedenken werden sogenannte unidentifizierte fliegende Objekte, auf Englisch Unidentified Flying Object, sogenannte UFOs, beobachtet. Die Aliens sollen uns schon seit ewigen Zeiten observieren und es gibt sogar Berichte davon, dass sie Menschen entführt und untersucht haben. Viertens, Area 51. Auf das strengeheime Testgelände sollen 1947 die Überreste eines abgestürzten UFOs gebracht worden sein. Es soll in der Nähe von Roswell in New Mexico abgestürzt sein und sogar Zeitungen haben damals darüber berichtet. Seitdem würden dort die Überreste des UFOs und die überlebenden Aliens untersucht und sogar Technologien, die dort erforscht worden sein sollen, würden heute für Anwendung Geräte und besonders Fluggeräte verwendet werden. Es soll sich zu einem Zentrum für Alien-Kontakte entwickelt haben und es soll sogar Konferenzen mit extraterrestrischen Lebensformen dort geben. Fünftens, die Entstehung von Leben aus der Ursuppe. Sind die Bedingungen auf einem Planeten optimal, entsteht quasi gezwungenermaßen Leben auf diesem Gestirn. Das heißt, es müssen bestimmte Grundbausteine des Lebens vorhanden sein, wie zum Beispiel Wasser. Und wenn dann noch die richtige Menge, zum Beispiel an UV-Strahlung oder Blitzen durch Gewitter, also wenn Energie vorhanden ist, bilden sich immer komplexere Strukturen aus diesen chemischen Grundsubstanzen und schließlich werden aus diesen komplexen Molekülen die ersten Lebensformen. Die Chemiker Stanley Miller und Harold C. Urey haben das in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts durch ein Experiment bewiesen, dass das funktionieren muss. Sie haben diese Ursuppe nachgemixt, haben dann Energie in Form von Blitzen reingejagt und tatsächlich sind die ersten organischen Verbindungen dort entstanden, wie zum Beispiel Aminosäuren, die Vorstufen zum Leben. Und das spricht dafür, dass die Theorie stimmt. Das heißt, wenn die richtigen Bedingungen auf einem Planeten vorhanden sind, dass dann über die Jahrmillionen gezwungenermaßen aus den Grundsubstanzen Leben entsteht. Sechstens, Wasser auf dem Mars. Es ist eine Sensation. Die Raumsonde Curiosity hat Wasser auf dem Mars entdeckt. Beim Baggern ist sie auf Eis gestoßen. Und wenn man jetzt das Klima auf dem Mars mit dem auf der Erde vergleicht, dann stellt man fest, dass in Höhlen auf der Erde zum Teil sehr ähnliche Bedingungen wie auf dem Mars herrschen. Und in diesen Höhlen auf der Erde, da gibt es Bakterien. Das heißt, es könnte tatsächlich Leben auf dem Mars geben. Das heißt, Aliens in Form von Bakterien.
Siebtens, Alien-Fossilien aus dem Weltall. Der Astrobiologe Dr. Richard Fuller will Fossilien in Meteoriten entdeckt haben, die nicht von dieser Erde sind. Das heißt Fossilien von Aliens. Sie entsprechen zum Teil Blaualgen, die es hier auf der Erde gibt, aber zum Teil sind es auch Lebensformen, die hier total unbekannt sind. Also für ihn der Beweis, dass das Alien-Fossilien sind. Achtens, die Nazca-Linien. Gegen sie sind die Kornkreise ein Klacks. Auf 500 Quadratkilometern in Peru finden sich riesige Abbildungen von Tieren, Linien und es gibt sogar ein Abbild eines Menschen, der Astronaut genannt wird. Für diese Bilder gibt es viele Theorien und sie sind ein großes Rätsel. Was hat es mit dieser Nazca-Kultur auf sich? Wurde sie von Außerirdischen geschaffen? Hatten die Mitglieder dieser Nazca-Kultur Kontakt zu Außerirdischen? Sind es Botschaften an die Außerirdischen? Sind die langen Linien Landebahnen für Außerirdischen? Es ist ein ungeklärtes Rätsel bis heute. Neuntens, Exoplaneten. Jahrhundertelang tappten die Astronomen im Dunkeln. Es war nicht möglich, außerhalb unseres Sonnensystems Planeten zu entdecken. Vieles sprach dafür, aber es konnte nicht nachgewiesen werden. Lediglich Sterne wurden millionenfach entdeckt. Waren also Planeten eine Besonderheit unseres Sonnensystems? Waren wir eine Ausnahme im ganzen Universum? Für das Leben sind Planeten unverzichtbar, nur auf ihnen können Bedingungen herrschen, die das Entstehen von lebensfähigen, komplexen Strukturen ermöglicht. Erst vor 20 Jahren wurden die ersten Planeten entdeckt. Allerdings war Leben auf ihnen nicht möglich. Inzwischen sind es mehr als 1000 Exoplaneten, die entdeckt worden sind und um den Stern Gliese, 20 Lichtjahre entfernt im Sternbild der Waage, kreisen wahrscheinlich zwei Planeten mit erdähnlichen Bedingungen. Außerirdisches Leben wäre dort also möglich. Zehntens, die Größe des Universums, die Drake-Gleichung. Der US-Astrophysiker Frank Drake ist das Problem einfach mal mathematisch angegangen. Er geht davon aus, dass für die Bildung einer Zivilisation lediglich bestimmte Bedingungen erforderlich sind. Zum Beispiel muss das Zentralgestirn des Systems, also wie bei unserem Sonnensystem, das darf nicht zu hell, zu dunkel, zu schwer oder zu leicht sein. Der Planet, auf dem das Leben entstehen kann, muss in einem bestimmten Abstand um dieses Zentralgestirn herumkreisen. Seine Rotationsachse wird am besten von einem Mond stabilisiert, also wie bei uns. Und noch ein paar Bedingungen müssen erfüllt sein. Und diese Bedingungen, die packt man einfach in diese Drake-Gleichung und die Wahrscheinlichkeit der Existenz solcher Planeten kann dann ganz einfach ausgerechnet werden. Allerdings variieren die Ergebnisse noch ein klitzekleines bisschen. Die Schätzungen gehen von einer Zivilisation bei uns in der Galaxie, in der Milchstraße aus, bis zu 4 Millionen Zivilisationen. Also da gibt es eine gewisse Bandbreite. Ja, was meint ihr? Wie viele Alien-Zivilisationen gibt es wohl in unserer Milchstraße? Und was meint ihr? Was stimmt? Welche der 10 Punkte sprechen wirklich dafür, dass es Aliens gibt? Schreibt's in die Kommentare. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, ob wir in einer Matrix leben, dann schaut das letzte Video. Und wenn ihr mehr über schwarze Löcher erfahren wollt, dann empfehle ich euch dieses Video. Ansonsten, ich würde mal sagen, bis dann, bleibt dran.